Bist du ready? Ja, ich habe Beginn. Okay, fangen wir an. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute machen wir, wie ihr sehen könnt, ein türkisch Breakfast Mukbang und Eistee-Test. Weil im letzten... Oh, passt das mal? Mit Ei? Kai mag mit Honig. Bonjuk Sussis. Okay, ja. Und Somrekmek natürlich, darf nicht fehlen. Und weil in letzter Zeit auch so viel Eistee von verschiedenen Leuten rausgekommen ist, dachten wir uns, wir probieren alle. Ich glaube, das ist auch nicht. Also, das ist einfach, wir haben das einfach selber gekauft und wir machen das, weil, ja. Wir wollen es probieren. Also, ja. Brattee haben wir ja beide schon probiert. Aber genau, wir sind ehrlich, wir haben nichts probiert außer Brattee. Ja, dann haben wir Dirty alle Sorten geholt, den von Shirin David. Und dann Suchti von John Broke. Auch vier Sorten sind das dann. Genau, ja. Also, wir würden mal sagen, wir starten mit unserem Frühstück. Okay. Ich habe schon mal ein paar Fragen rausgesucht. Mein Fuß. Oh, fuck. Und bevor wir unnormal viele Fragen auch kriegen, unsere T-Shirts sind von Perhos. Perhos, in der Infobox steht das nochmal. Ja, das ist auch nicht bezahlt. Also ich feiere dieses T-Shirt krass. Die Sachen einfach nur. So. Leute, ich starte mal erstmal mit einem Ding. Muss ich... Kannst du mir Zucker geben? Alles. Ich habe Ketchup vergessen für Sussis. Boah, ich bin dir ehrlich, ich will dich nicht unterbrechen. Aber aus der Dose eiskalt, das sieht gerade so lecker aus. Weißt du, was ich meine? Wollen wir das direkt probieren, oder? Ja, ich will das jetzt probieren. Ah, warte, scheiße, die Person meinte schütteln, bevor wir das trinken. Oh. Du hast jetzt viermal getrunken. Ist lecker. Echt? Das schmeckt nach Fruchtzwerge. Boah, das schmeckt richtig gut. Ja, ich finde es auch voll lecker. Boah. Na ja, hier, dieser Basti Blueberry. Basti Blueberry. Wie wird das ausgesprochen? Basti ja, Blueberry. Nein, das ist schon richtig. Schmeckt sehr gut. Also, ich würde dem eine 8 von 10 geben, oder? Ja, 8,5. Zählt die Vergangenheit des Partners für euch? Für mich zählt die Vergangenheit nicht. Außer die Vergangenheit war so krass, dass es sich auf der ganzen Welt rumspricht. Ich sage so, das heißt übertrieben. In Nürnberg zum Beispiel kennt also jeder Sarah und es ist irgendwas passiert und so. Wisst ihr, was ich meine? Dann würde ich eigentlich schon stören. Ich will ja nicht auf der Straße rumlaufen und ja, jeder hat irgendwie so ein falsches Bild. Aber im Endeffekt ist das meine Freundin und ich habe zu entscheiden, was okay ist und was nicht. Und du genauso, ne? Mhm. Mir ist Vergangenheit egal. Komplett? Ja. Wenn die Person sich für mich geändert hat, dann ist es mir egal. Aber stell dir mal vor, ich habe keine schlechten... Klar, das schreckt einen am Anfang ab, aber wenn du mir wirklich krass gefällst, dann lasse ich mich von deiner Vergangenheit nicht davon abziehen. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Aber nur wenn ich wirklich sehe, der ändert sich komplett. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also man bräuchte bei jemandem, der so eine Vergangenheit längere Zeit Vertrauen aufzubauen, als bei jemand anderem. Ja, das natürlich. Aber trotzdem würde ich nicht Nein sagen. Und, was ich noch sagen wollte, wie ich da denke, Gott ist allvergebend. Wer bist du, dass du diesen Menschen, der neben dir sitzt oder mit dem du eine Zukunft aufbaust, machen willst, nicht vergibst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also wer bist du? Denkt mal so, Leute, wenn ihr jemanden kennenlernt und euch so Gedanken darüber macht, über die Vergangenheit oder wenn irgendein Fehler passiert, verzeiht jeden Menschen. Gebt euch mal. Was ist das? Melone. Ich mag Wassermelone allgemein nie. Ja. Bei Kappi hat mir Wassermelone auch nicht geschmeckt. Ich habe noch nie einen guten Wassermelone-Eistee getrunken. Sehr süß. Riecht sehr süß. Boah, der riecht krass nach Wassermelone. Also nach purem Wassermelone. Oh. Tamam, tamam. Das ist gut. Das ist das erste Mal, dass ich Wassermelone nicht eklig finde. Ich sag so. Dennis würde das unnormal feiern. Du bist kleiner Bruder. Doch, das hat aber was. Ja, das schmeckt gut. Sowas habe ich noch nie getrunken. Ich auch nicht. Also ich muss sagen, so eine Art Eistee ist so von diesem Geschmack. Ja, das ist das erste Mal, dass etwas ganz anders schmeckt. Zum Beispiel, ich liebe Granatapfel von Kappi, aber Wassermelone fand ich Katastrophe. Das ist tausendmal besser als das. Es ist süß, aber wenn das eiskalt ist, wirklich schmeckt das sehr lecker. Warte, kann ich noch mal probieren? Ich würde aber sagen... Doch, ist echt gut. Warte mal. Das Ding ist, ich finde, das schmeckt nicht nach Eistee. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. Also sagen wir mal so, wir sind ja die Menschen, wir stehen nicht so krass auf süß. Das ist sehr süß, aber nicht so schlimm jetzt, ehrlich gesagt, dass wir jetzt sagen, ey, das ist zu süß für uns. Ich finde es nicht zu süß. Aber das schmeckt krass, wirklich. Also das ist halt für mich kein Eistee, das ist ein süßes Getränk. Ja. Also wer auf süß steht, jeder hat eine andere Meinung und jeder steht auf was anderes. Ich denke mal, der würde eher das bevorzugen als das. Aber wie gesagt, das sind auch ganz unterschiedliche Sorten, kann man auch nicht vergleichen im Endeffekt. Weil wir werden dann... Hast du gedacht, dass das hier so gut ist? Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich mach mal so, Pfirsich, lassen wir alle raus. Wir werden den dann so zu dritt dann testen. Aber ich muss sagen... Ist auf jeden Fall gut, ja. Çok güzel gerçekten yani. Da steckt wirklich Mühe hinter. Was würdest du tun, wenn ich mich mit deinen Freunden nicht verstehen würde? Tut mal, mit Eier. Was würdest du tun, wenn ich mich mit deinen Freunden nicht verstehen würde? Das wäre ein sehr großes Problem, aber... Es wäre ein sehr großes Problem für mich, aber ich würde trotzdem mit dir zusammen sein. Also ich werde dich heiraten, nicht meine Freunde. Aber wenn irgendwann was passiert oder so, dann
kann man halt nichts machen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, du bist meine Frau und mit dir werde ich eine Familie gründen. Deswegen, egal was kommt, ich werde hinter dir stehen. Auch hinter meiner Familie natürlich. Aber ich schmeck dir wirklich. Also, wenn meine Freunde sich nicht mit dir verstehen, dann bin ich trotzdem mit dir zusammen. Mhm. Und stehe hinter dir. Natürlich, wenn du asozial zu nehmen bist, dann zeige ich dir das auch. Weißt du? Weißt du, was ich meine? Ja. Was würdest du machen? Das Ding ist, es würde mich unnormal traurig machen. Und am Anfang wäre das auch... Das Ding ist, jetzt ist es was anderes, wenn ihr euch jetzt nicht verstehen würdet und wenn ihr euch am Anfang nicht verstanden hättet. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil jetzt, so ist eh schon zu spät. Ja, aber jetzt wäre ich halt traurig, aber das wäre jetzt kein Grund für mich, irgendwie über unsere Beziehung nachzudenken oder so. Ja, ich weiß, was du meinst. So, mach mal nach jeder Frage ein Eis probieren. So, Leute, Rate, Wassermelone, ich bin gespannt. Also ich muss sagen, von all den Verpackungen, die ich hier gerade sehe, gefällt mir im Rate am meisten. Echt? So, das mit dem Übergang von den Farben ist wirklich das Schönste. Suchtee ist eher für die Jüngere, für das jüngere Publikum, finde ich. Aber sieht auch cool aus. Wisst ihr, was ich meine? Und Dirty ist halt geil, dass das aus der Dose ist. Boah, das ist ja Zuckerschock. Jetzt, wenn ich das probiere und das dann probiere, dann schmeckt das überhaupt nicht nach Wassermelone. Nicht doof? Vergleich mal. Das schmeckt richtig intensiv nach Wassermelone. Das nicht. Aber das schmeckt eher nach Zucker. Weißt du, was ich meine? Also ich muss sagen, Suchtee ist klar, ganz klar vorne. Ja, besser als das. Also Suchtee Wassermelone ist besser als Brattee Wassermelone, muss ich sagen. No hate, no ding. Nur die Wahrheit, unsere eigene Meinung. Also, kommen wir zur nächsten Frage. Ab wann fängt Fremdgehen bei euch an und würdet ihr es verzeihen? Ja, ich würde es dir verzeihen. Es fängt schon ab Schreiben an. Ne? Es fängt schon ab Schreiben an. Würdest du es verzeihen, wenn ich mit einem so 2-3 Tage schreibe und ich sage, hättest du einen Freund, aber du kennst dich nicht? Nein. Ich weiß, dass so alles niemals passieren wird. Gott bewahre. Aber ich könnte es nicht verzeihen. Vor allem jetzt. Also, ja. Das Ding ist, wirklich, von Tag zu Tag liebe ich diese Frau mehr. Ich kann das nicht in Worte fassen, wie krass das ist. Am Anfang war das so normal und dann ist das immer und immer und das steigt von Tag zu Tag. So, ich kann es nicht mehr aushalten, ich kann es nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus, sie zu heiraten. So, ich will das, ich habe keine Geduld mehr, wirklich, oder? Mhm. Aber ja, sowas geht nicht und sowas sollte man auch irgendwie nicht akzeptieren, finde ich, in einer Beziehung. Mhm. Ich bin so überfordert. Ich mag Zitrone nicht. Was ist das? Das sieht sehr, sehr, sehr süß aus. Wo steht der Geschmack? Mm. Ah, Bubblegum. Mhm. Das ist Candy Shop. Wir können vergleichen aber. Okay. Leute, immer schütteln, ne? Da kommt direkt der Candy Shop rausgespritzt hier. Boah, das ist mir zu süß. Boah, Schatz, das ist als ob du eine Zuckerfabrik trinkst. Boah, das geht mir gar nicht, Alter. Das schmeckt mehr nach Eistee als das. Ich weiß nicht, ob ich gerade abgehärtet bin, weil ich so viel süß getrunken habe, aber... Du musst aber auch mal dazwischen essen. Ich esse kurz was, weil ich schmecke gerade nichts mehr. Jetzt probiere ich das hier, Suchti. Also ich muss sagen, Dirty war mir viel zu süß gerade. Also Candy Shop ist gar nichts für mich. Was ist süßer? Keine Ahnung. Ich schmecke nichts mehr. Nein, das geht nicht. Das ist mir auch zu süß, Leute. Also Bubblegum und Candy Shop sind mir viel zu süß, aber die Verpackung zeigt dir schon, dass das so richtig crazy shit ist. Hey, bin ich bescheuert? Ich finde doch auch immer alles zu süß, das finde ich nicht zu süß. Also ich muss sagen, bis jetzt haben mir alle geschmeckt, auch von Suchti und von Dirty. Also ich muss sagen... Doch, du hast recht, das ist schon sehr süß. Das hier, halt mal das Dirty neben mir an, die sind mir gerade viel zu süß. Also von jeder Marke gibt es eins, was zu süß ist. Könntet ihr euch vorstellen, eine gemeinsame Marke oder ein Unternehmen zu gründen? Ja, zu 100% ja. Was sagst du? Ja, wir haben schon was im... Oh. Schon was im Kopf. Das dauert sehr lange und es wird auch dauern, bis das in Gang gesetzt wird, weil unsere Reichweite sich ja auch vergrößern muss, bevor wir sowas machen. Mhm. Aber wir haben auf jeden Fall Träume so. Und wir sind uns auch zu 100% sicher, dass unsere Community wirklich auch krass hinter uns steht. Hier ist kein Ei mehr. Du hast alles weggegessen. Ich weiß, dass unsere Community auch krass hinter uns steht und ihr würdet uns auch krass unterstützen, wie ihr es auch bis jetzt gemacht habt, was wir auch krass schätzen. Wir danken euch nochmal wirklich dafür. Also ich könnte mir das eigentlich auch nur mit ihr vorstellen, wirklich. Also inshallah klappt das auch dann. Irgendwann mal. Ja, kommen wir mal zum nächsten Eistee, würde ich mal sagen. Zitrone. Lemon. Von Suchti. Deine Hör. Ich glaube, das ist der beste Zitronen-Eistee, den ich je gegessen oder getrunken habe. Hä? Ich hasse Zitrone sonst. Mhm. Aber schmeckt das Zitrone? Ich kann es mal probieren. Warte kurz. Ich glaube, ich habe keine Geschmacksknospen mehr. Ich weiß nicht, was gerade los mit mir ist. Boah, der schmeckt gut. Ja, ne? Der schmeckt eigentlich nach normalem Zitroneneistee, aber nach gutem Zitroneneistee. Der schmeckt mir wirklich. Der ist gut, oder? Mhm. Also den würde ich vor allem gerade bevorzugen. Warum? Vor allem, weil der nicht so süß ist. Vor allem, den wir bis jetzt getrunken haben. Den, also ich finde bis jetzt den und den am besten.
die Zeit, finde ich gerade am besten. Weil ich mag nicht, wenn zu viel Geschmack und zu viel Süßes da drin ist. Und der ist echt gut. Leute, ich kann euch aber sagen, von allen ist Granatapfel einfach krank. Granatapfel ist einfach so lecker. Das ist mein Lieblingseistee. Das schmeckt echt nice. Also Brattee hat wirklich, also mit Granatapfel auch was krasses gemacht. Also ich muss sagen, ich will von den ganzen, also einmal den hier Dirty, den hier trinken, den Basti Blueberry, Granatapfel von Brattee und von Suchti würde ich Zitrone trinken. Aber wir haben noch von allen Pfirsich vor uns. Genau, und da sagen wir euch dann, welcher der beste ist. So, hattet ihr schon mal Erfahrungen mit falschen Freunden oder Fake Friends? Hm. Ich nicht. Also klar, man hat sich irgendwann mit Leuten vielleicht nicht mehr verstanden, aber Fake Friends jetzt nicht. Also Leute, die einen hintergehen oder so nicht. Also, dass mir jemand hintergangen ist, hatte ich auch noch nicht. Noch nie? Nö. Ich auch nicht. Ich, kann eigentlich ich hatte aber gut. Glück, weil ich habe immer darauf geachtet, wen ich in mein Leben lasse und so. Ich bin ja eh voll die schüchterne Person. Ich werde nicht so schnell warm mit Leuten. Hm. Deswegen, ich glaube, das hat mich auch ein bisschen beschützt. So klar, man hat sich von Leuten distanziert oder hatte mal Streitereien oder so. Aber ich hatte jetzt nie so Erfahrung, dass mir jemand ein Messer in den Rücken gestochen hat. Also ich hatte mal vor ein paar Jahren, wo ich jünger war, so allgemein nach der Schule, hat sich so rausgestellt, auch wer von deinen Freunden bleibt und wer geht, oder? Mhm. So wenn man so 19, 20, 21 wird, sieht das so aus. So Leute gehen in verschiedene Richtungen und die entwickeln sich dann auch. So in der Schule war man irgendwo gezwungen, auch wenn man es wollte, so zusammen zu bleiben, obwohl man verschieden ist. Man ist zusammen einfach groß geworden und das war aus Gewohnheit. Aber wenn man so aus der Schule rauskommt und jeder dann noch mehr seinen Charakter so, der Charakter so stärker wird und jeder in unterschiedliche Richtungen geht. Ich finde es immer voll interessant, weil ich habe das Gefühl, Jungs hatten nie Fake Friends. Also jeder, mit dem ich frage, sagt, nee, ich hatte keine. Ich hatte wirklich eigentlich nur gute Erfahrungen. Natürlich hatte man falsche Freunde in dem Sinne, dass man sich nicht verstanden hat oder dass man geredet wurde. Aber so richtig hintergehen hat man nicht. Aber falsch ist es ja nicht, wenn man sich nicht versteht. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich meine, ja, für mich ist das aber... Nein, ich meine nicht, dass die Person falsch ist. Er ist ach so, das ist für Freund. Dich ja. Falsch. Ach so, also für dich die falsche Person, genau. Aber nicht ein falscher Mensch. Mhm, aber ich hatte noch keinen krassen Fake-Friend, hatte ich noch nicht, nein. Finanziert Social Media eure Urlaube? Das ist eine sehr gute Frage. Wir reden eigentlich nicht nie über sowas. Ja, schon. Auf jeden Fall können wir sagen, dass Social Media auf jeden Fall so Urlaub zum Beispiel finanziert, ja. Also und da sind wir auch voll dankbar, ja, voll, dass wir jetzt wirklich die Möglichkeit haben, so zusammen alles zu sehen. Das ist aber auch dank euch, wirklich. Wir schätzen das und wir danken euch. Ich danke euch nochmal, wirklich. Davor sind wir nie so oft in den Urlaub gefahren. Mir hat auch letztens, wir fliegen jetzt im Oktober wieder nach Istanbul und ich habe das gepostet und wir haben so viele geschrieben, reicht doch langsam. Aber es macht uns halt Spaß, zusammen zu reisen, ja? Ja, das stimmt. Merkt ihr einen Altersunterschied? Jetzt bin ich gespannt. Ich bin 21, werde jetzt 22. Dodi ist 25, der wird jetzt 26. Ein alter Mann. Sie hat einen Tag nach mir Geburtstag. Mhm. Auf jeden Fall. Soll ich ehrlich sein? Wenn wir 30 Mal reden, merke ich es so ein, zwei Mal vielleicht. Echt? Ja. Bei was denn zum Beispiel? Keine Ahnung, weil ich kann es jetzt nicht beschreiben eigentlich. Sag mal ein Beispiel. Ich habe gerade kein Beispiel, das ist ja das. Denk doch mal nach. Es gab nie etwas, was dir so im Kopf geblieben ist. Ich denke, das ist eher so Denkweise. Ich hab das Ding ist, natürlich kann man auch reif mit 15 sein. Weißt? Mhm. Aber diese Lebenszeit, die man hat, diese 4-5 Jahre, die 4 Jahre, die einen Unterschied haben. In diesen 4 Jahren wirst du so viel noch lernen, die ich vielleicht schon gelernt habe, weißt du, die Sachen. Das ist normal. Desto älter man wird, desto mehr reifer, desto mehr Dinge hat man auf jeden Fall. Die kann das nicht akzeptieren. Kannst du mir Brot geben? Klein, groß. Auf jeden Fall ja. Also eigentlich nicht. Also man merkt das nicht. Aber wenn also ich mal merke, manchmal, ich nie. Ich merke den Altersunterschied nicht. Aber wahrscheinlich der Ältere merkt es eher. Ich passe mich aber auch sehr krass an. Das weißt du, ne? Hm? Ich passe mich schon an ein bisschen. Wie? Ich passe mich dir an. Ich doch auch. Ich passe mich an, ein bisschen jünger zu sein. Was redest du? Mal Spaß. Ich merke es wirklich nie. Also, das ist nicht... Da merkt man, dass sie sehr schmeckt. Sollen wir jetzt den Pfirsich-Test machen? Alle drei haben wir von Pfirsich. Komm. Leute, wir haben hier sogar For Bro. Den werden wir auch für euch mitprobieren. Einmal. Das ist auch Pfirsich. Brattee Pfirsich, Suchttee Pfirsich. Jetzt kommt das Battle der Giganten. Bam, 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 bam. Gut, gut. I like. Dose, kalt, lecker. Klassisch. Aber nicht zu intensiv, ne? Ja. Einfach, schmeckt einfach. Das schmeckt irgendwie besser. Kann ich kurz? Das schmeckt ein bisschen wässriger als das. Aber ich mag das Wässrige mehr. Ich mag das mehr. Das schmeckt intensiver, das schmeckt wässriger. Ich mag das aber irgendwie ein bisschen wässrig. Boah, jetzt bin ich gespannt. Du magst es nicht so intensiv, ich weiß. Okay. Okay, starker Geruch. Hä?
Das schmeckt wie Eistee aus der Türkei. Füßtee. Nein, nicht Füßtee, aber Eistee aus der Türkei. Du wirst trinken und wissen, was ich meine. Trink mal. Das schmeckt, als hätte ich es in der Türkei gekauft. Ich weiß weißt du, voll, was du meinst. Krass. Okay, das schmeckt mir jetzt am besten von einem. Echt? Ja. Ich wusste, dass der dir am besten schmeckt. 100%. Das schmeckt sogar fast wie Füßtee. Oh mein Gott. Ey Leute, ich muss sagen. Ich wusste, der wird. Sobald ich das probiert habe, wusste ich, der wird. Aber warte, wir haben noch vor, Bro. Brattee, Dirty und Suchtee, muss ich sagen. Für sich schmeckt mir Suchtee bis jetzt am meisten. Wirklich. Yep, Dirty. Auch gut. Auch gut. Schmeckt auch sehr gut. Das war so ein komischer Zuckergeschmack, Nachgeschmack. Das ist ein Nachgeschmack, aber schmeckt gut. Gib mir nochmal Dirty. Ist auch lecker. Also wirklich, alle schmecken sehr gut, aber von den ganzen gefällt mir Pfirsich, sucht ja am meisten. Und dir das, ne? Ja. Weil das aber das ist, ich weiß, das wird, zum Beispiel mein Vater würde das auch am besten schmecken. Das hat so ein Feeling irgendwie, ich weiß nicht warum, das hat so ein Feeling. Mein Papa würde das auch am besten schmecken. Ja? So, einfach so. Ich denke, mit Eiswürfel schön im Glas würde es auch noch krasser schmecken. Was haltet ihr von anderen Capri-Channels? Sag. Ich gucke mir nicht so viele an. Ich kenne, glaube ich, nur 2, 3. Und ich kenne 2. Machen wir mal eine Gegenfrage. Was halten wir von denen? Was würdest du anderen, die gerade sowas vorhaben, so als Tipp mitgeben? Oder was denen so bevorsteht? Ich würde es wirklich nur machen, wenn ihr ein richtig, richtig starkes Team seid und euch nichts verunsichern kann. Mhm. So zum Beispiel, wenn euch Leute schreiben, Leute werden euch Fake-Nachrichten schreiben, Leute machen Auge, Leute freuen sich, wenn es zum Beispiel nicht gut läuft. Leute schreiben euch so und so, um euch zu verunsichern. Also ihr müsst halt standhaft bleiben. Als Mann auch müsst ihr eure Frau stärken, ihren Rücken stärken, egal was jeder schreibt. Ihr müsst ihr ein sicheres Gefühl geben. Das ist sehr wichtig. Und ich sage euch eins, versucht auch viel Privatsphäre, also nicht zu veröffentlichen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, man sollte nicht zu viel zeigen. Auch wenn wir euch zum Beispiel sehr oft mitnehmen und so haltet euch noch gewisse Sachen, also haltet privat. Gewisse Sachen nur zwischen euch. Keep it private. Manche Sachen, die schön sind, schöne Momente, traurige Momente. Sowas ist auch manchmal schön, das einfach nur zwischen dir und mir zu halten. Und nicht immer alles zu zeigen. Und ja, wie ihr wisst, das bekommen wir auch oft zu hören. Boah, ihr habt voll die schöne Beziehung, so. Ey Leute, ich sag's euch noch einmal und kann es nicht oft genug sagen. Wir streiten uns auch. Wir haben auch Probleme. Das hat jeder Mensch. Denkt nicht, wir haben eine perfekte Beziehung und nimmt euch jetzt nicht unbedingt ein Vorbild. Jeder hat seine eigene schöne Beziehung. Also wie gesagt, Leute, ich packe jetzt mal alle raus, die mir am besten schmecken und von jeder Marke ist was dabei, wirklich. Das ist jetzt nicht gelogen oder so. Also die beiden hier einmal, genau. Dann gib mal den Granatapfel. Den hier. Also die hier sind mit Abstand die besten in meinen Augen. Bei Sarah ist es so. Jo. Was sind eure Pläne für die Zukunft, was die Beziehung angeht? Sehr schöne Frage. Also wie, sag du mal, was du willst und dann sag ich, was ich will. Also ich will... Sag mit genauen Daten. Nächstes Jahr will ich, dass wir beide unsere Uni abschließen. Inshallah. Wenn wir das gemacht haben, wird da alles langsam mit Verlobung, Hochzeit, sowas. Also nicht nächstes Jahr, sondern nachdem wir unsere Uni abgeschlossen haben, will ich dann, dass wir langsam heiraten und so. Und was mein größter Traum ist, seitdem ich ein kleines Kind bin, wirklich, ich will mir mein eigenes Traumhaus bauen lassen. Und wenn es sein muss, habe ich kein Auto. Also ich brauche nicht mein Auto, ich fahre lieber mit der Bahn und fahre mit der Bahn, Bus nach Hause und stehe vor meinem geilen Traumhaus. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so mein Traum und der Rest kommt dann, inshallah. Wenn ich das geschafft habe, Heirat, Traumhaus und dann natürlich Kinder, dann will ich eigentlich nichts mehr wirklich. Was ist die größte Sorge in unserer Beziehung gewesen? Was war die größte Sorge in unserer Beziehung? Sag erstmal du, Vertrauen, ne? Ja. Vertrauen. Bei ihr war es Vertrauen, bei mir eigentlich auch Vertrauen. Ganz, ganz am Anfang ist das normal. Ich denke mal, das ist am Anfang der Beziehung bei jedem das Problem, oder? Dass man erstmal Vertrauen aufbauen muss. Aber ich denke mal, sie hatte ein bisschen mehr Vertrauensprobleme. Gebe ich offen und ehrlich zu. Ich hatte auch meine Vergangenheit. Ich war auch unterwegs und ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch. Vor allem die letzten, also seit einem Jahr, seitdem wir eigentlich auch mit YouTube so angefangen haben, seitdem bin ich ein ganz, ganz, ganz anderer Mensch und meine Liebe zu ihr ist auch ganz, ganz anders. Wisst ihr, was ich meine? Also wir sind fast 2,5 Jahre zusammen. Ja. Der hat sich auch das erste Jahr, wo wir zusammen waren, natürlich geändert, aber seit einem Jahr ist es nochmal eine komplett andere... Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich habe noch nie geliebt. Ich hatte noch nie eine Freundin, mit der ich so lange zusammen war. Ich hatte sowas noch nie. Und ich musste mich erstmal dran gewöhnen, weil ich wirklich auch unterwegs war. Ich war wirklich, also ich war auch oft mit meinen Jungs draußen, mit meinen Freunden im Urlaub. Wisst ihr, was ich meine? Und ich hatte auch eine Vergangenheit. Die habe ich Gott sei Dank hinter mir gelassen und... Ich bin einfach der glücklichste Mensch gerade, also wirklich. Alhamdulillah. Alhamdulillah für alles, wirklich. Hast du dich geändert überhaupt? Ja, ich bin glücklicher geworden. Ich war jetzt nicht unterwegs. Ich weiß nicht, was war noch. Aber sag mal, wie du vor der Beziehung warst. Dinger. Ich war.
Ich hatte meine Freunde, die ich an zwei Händen abzählen konnte, mit denen ich mich, oder in der Zeit sogar nur an einer Hand abzählen konnte, mit denen ich mich getroffen habe. Ich war sehr oft zu Hause, habe sehr oft Serie geguckt. Also ich war eher langweilig im Gegensatz zu. Aber das ist nicht langweilig, ist doch auch schön, dass du hast halt auch zu Hause mit deiner Familie. Du hast viel mit deiner Familie im Urlaub, und was ich schön finde, was ich sehr schön finde. Ich habe mit Yassi und Fabio das Jahr, wo ich, bevor ich ihn kennengelernt habe, eigentlich habe ich nur was mit denen da gemacht. Also ich war eigentlich immer mit Freunden und Familie. Da wart ihr alle Single, ne? Ja. Krass. Ja, sind wir alle. Wir haben gleichzeitig alle. Wir haben alle im Februar, Januar unsere Partner getroffen. Aber ja, wie gesagt, Leute, wir sind wirklich, wirklich dankbar. So dankbar, wir können das nicht in Worte fassen. Auch mit unseren Familien und mit dem, was wir haben. Also wirklich alles Studium. Wir sind auch bald mit unserem Studium fertig, endlich. Gott sei Dank. Also, ich hab keinen Bock mehr. Obwohl wir auch das alles gemacht haben, haben wir alles unter einem Hut bekommen. So Leute, ihr müsst auch euch bedenken, letztes Jahr haben wir uns jeden sechste Woche haben wir uns gesehen, ne? Wir haben uns alle 6-7 Wochen gesehen und jetzt sehen wir uns gefühlt jede Woche oder spätestens jede zweite Woche. Aber ich sag euch auch warum. Ich hätte das niemals geglaubt, hätte mir das jemand vor einem Jahr gesagt. Ich meine, vor einem Jahr gab es auch eine Phase, da haben wir uns 3 Monate nicht gesehen. Also wirklich lange nicht gesehen. Ich hab's dir aber gesagt, dass das so sein wird. Ich hab dir gesagt, Sarah, es wird nächstes Jahr viel besser, vertrau mir. Wir werden uns sehr oft sehen. Ich hab gesagt, nein, wieso, warum soll es sich ändern? Wegen was und so? Ich hab gesagt, warte einfach ab. Ich habe auf jeden Fall Angst gehabt, dass es so bleibt, weil ich fand es sehr schwierig, wenn man sich so selten sieht, vermisst man sich und dann streitet man sich auch eher, weil man sich vermisst. Weißt du, was ich meine? Wir hatten also eine wirklich harte Zeit. Leute, die eine Fernbeziehung haben, die sich selten sehen, so alle paar Monate, die wissen auch, was ich meine, wenn ich sage, wenn man sich nicht sieht, streitet man sich eher, als wenn man sich dann sieht. Ja, und wir hatten auch so Phasen, ich bin euch ehrlich, wo wir uns auch unnötig gestritten haben. Und das haben wir gar nicht. Aber Sarah, ich muss auch sagen, Sarah hat sehr, sehr großen Fortschritt gemacht mit, ey, wir sehen uns mal jetzt 1-2 Wochen nicht, okay? Du musst damit klarkommen. Sie kommt damit dann klar. Davor ist sie mit sowas nicht klargekommen. Oder ey, ich kann gerade nicht telefonieren zum Beispiel. So Sarah, auch ein sehr, so wie ich, wir sind sehr gebunden aneinander. Und wir haben dann wirklich immer den Kontakt gesucht. Und wenn wir den mal nicht hatten, ist auch Streit entstanden. Und Sarah hat da zum Beispiel sehr viel dazugelernt, muss ich sagen. Aber weißt du wieso? Weil wir haben uns früher 6-7 Wochen oder Monate nicht gesehen. Da müssten wir es Und wenn wir da nicht telefonieren konnten, war ich halt abgefuckt, weil ich mir dachte, wir sehen uns nicht mehr und der hat nicht mal Zeit mit mir zu reden. Wir hatten eigentlich nur das Telefon. Ja, und jetzt, wenn wir nicht telefonieren können, denke ich mir, ist egal, ich sehe ihn doch in 1-2 Wochen. Das ist nicht so schlimm. Aber wenn man sich Monate nicht sieht, dann denke ich mir, ich muss die Zeit nutzen, weil sonst entfremden wir uns auch irgendwie. Aber man muss auch sagen, das war auch wegen Corona ein bisschen, ne? Ja, das war echt schwer. Also Corona ist wohl 3 Monate einmal nicht. Ja, einmal haben wir uns 3 Monate nicht gesehen. Also das war krass schlimm. Und wir uns gesehen haben, es kam mir so vor, als ob ich einen neuen Menschen gesehen habe. Aber irgendwie kam es uns auch so vor, als ob wir uns nie getrennt hatten. Weißt du mal? Ja, das ist so ein... Weißt du noch? Ja, jeder, der eine Fernbeziehung hat, weiß, was du meinst. Und wie gesagt, alle Eistees sehr lecker. Natürlich, jeder hat einen anderen Geschmackssinn. Alle wirklich gut, haben eine tolle Arbeit geleistet. Und danke fürs Einschalten. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, einen schönen Kommentar. Und ihr könnt ja auch mal gerne schreiben, welcher Eistee euch am besten schmeckt. Wisst ihr, was ich meine? Würden wir auch gerne wissen. Und danke fürs Einschalten. Wir lieben euch. Bye. Tschüss, Codex.